mitgebracht, schon ein Stück schwarzen Humor, ja. Mhm. Das ist der Teil von deinem Job, vor dem ich den meisten Respekt habe, wenn es dann wirklich an den nackten Leichnam geht. Ja, es gibt sicher immer wieder Momente, wo du schluckst. Was passiert denn, wenn du Freunden oder neuen Bekannten erzählst, was dein Job ist? Ja, das ist unterschiedlich. Viele sind ganz interessiert. Andere gibt es auch, aber das ist selten. Die sagen dann, ich weiß nicht, das ist nicht so meins, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben. Komisches Material, oder? Das ist Viskose. Ah, okay. Das ist so Baumfaser. Gut, dass die Leichen nicht mehr schwitzen, weil dann das mit dem Stinken schnell geht. Ne? Wie schnell zersetzt sich so eine Leiche? Also das Kürzeste ist wirklich 6 Jahre, wenn er im Grab liegt. So? Genau. Mit der Zettel drauf. Mhm. Wie alt warst du, als du deine erste Leiche gesehen hast? Da war ich 17. Das war mein Onkel, der ist damals gestorben. Mhm. Und der war da auf der Intensivstation, dann sind wir nochmal alle gekommen. Ja. Und da war noch nicht, also hat schon auch so ausgesehen, wie ein echt ausgeschaut hat. Musstest du schon öfter Leute begraben, die du vorher persönlich kanntest? Gott sei Dank noch nicht, aber... Mhm. Das trifft dann schon härter. Dann musst du da irgendwie noch an dem rumpinseln oder so. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also das würdest du eher nicht machen? Ich glaube nicht. Finde ich interessant, deine Grenzen kennenzulernen, weil meine ganz andere sind, weißt du? Heute ist Beerdigung. Das heißt, wir fahren jetzt dann nochmal zur Kirche, dann zum Friedhof. Das ist dann die gesagte Beerdigung. Und da steht der Name drauf und alles. Das ist komisch. Genau. Ja, das braucht man, das mag ich sehr gerne verwenden. Ja. Das wäre schlecht. Ist das schon mal passiert? Ja, aber das ist schon eine Weile her, da war ich ganz am Anfang. Ja, es war ein bisschen peinlich. Ja. Aha. Wenn ich sehe, wie präsent der Tod in deinem Alltag und vor allem Arbeitsalltag ist, dann frage ich mich, wird der aus anderen Bereichen im gesellschaftlichen Leben verdrängt? Also ist das was einfach bei dir als Bestatter abgestellt wird? So, bitte kannst du dich für uns drum kümmern? Empfindest du das so? Jetzt vor 10 Jahren war das zum Beispiel noch komplett totgeschwiegen und das wird jetzt immer offener. Totgeschwiegen passt gut in den Zusammenhang. Aber woran machst du das fest? Also was hat sich da geändert? Es fragen viel mehr Leute. Und jetzt auch mit der Ausbildung zum Beispiel. Es werden jetzt immer mehr, die diese Ausbildung machen. Oh, verrückt. Okay, also auch Quereinsteiger, die nicht wie du das schon von zu Hause kennen. Und genau, genau. Und es wird ja in der Öffentlichkeit viel mehr drüber geredet. Ja. Jetzt ihr zum Beispiel. Ja, stimmt. Vielleicht wäre vor 10 Jahren noch keiner gekommen, um mit dir mitzuhelfen. Hat der Tod noch, oder vielleicht gerade wegen deines Berufs, was Faszinierendes für dich? Da denke ich gar nicht groß drüber nach eigentlich. Das ist, ja, Alltag. Weil also gerade in der Popkultur wird es ja teilweise auch so gefeiert. Dann gibt es irgendwie so Bands wie Unheilig, die daraus so einen riesen Tamtam machen. Mhm. Findest du nicht so gut? Ja. Nee, wenn du das dann jeden Tag auf der Beerdigung hörst. Erstens war mal die Besten sterben jung von den bösen Onkels und so, was gibt's auch. Also das ist dann ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, wenn du das dann den ganzen Tag hörst, das irgendwann klangt's da. Was ist ein Extremfall in deinem Job? Frühgeburt. Oder wenn junge Leute gerade einen Führerschein, Autounfall, mit dem rechnet dann normalerweise kein Mensch. Und hast du einen Favoriten? Wüsstest du schon, in was für einer Art von Sarg du beerdigt werden willst? Am Ende, ich glaube, mir wäre es relativ egal. So ein italienischer Sarg, der würde mir schon ganz gut gefallen. So richtig aufwendig mit vielen Schnitzungen. Ah.